Heute dürft ihr alles. Oh, pass auf. Das wird nie. Welcome, Leute! Heute, heute ist der Tag der Challenge, wollte ich gerade sagen. Außerdem steht der heutige Tag mal wieder unter folgendem Motto: Create, don't deviate. Ja, so ist es, Leute. Immer schön kreieren, nicht deviaten. Keine Ahnung, was das heißt, aber... ist bestimmt was Schlechtes. Jedenfalls habe ich euch angekündigt, dass ich mich rächen werde für die ganze Fußball-Challenge-Aktion in Rob seiner Wohnung. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass heute richtig, richtig viel auf dem Spiel steht. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video überhaupt erwähnt habe, aber am Sonntag um 18 Uhr ist ja der Livestream. Und ich will, dass das Ganze einfach ein bisschen mehr ist, als einfach nur eine Roomtour, wo ich euch irgendwelche Räume zeige und dann denkt ihr so, ah, das ist aber ein schöner Raum, der ist aber auch ganz schön. Wir brauchen mehr Pep. Deshalb dachte ich mir, ich muss irgendwelche Leute ins Boot holen und da Rob ja gut kochen kann und ich euch die Küche dann auch direkt in Action zeigen will, macht das Sinn. Das ist aber nicht alles. Ich habe noch eine weitere Idee, wie wir auch Falco einbeziehen. Aber diese fröhliche Überraschung wird Rob erst später erfahren. Und zwar direkt, bevor die Challenge losgeht. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt die ganze Zeit, was für eine Challenge überhaupt? Von was redet ihr da mal Räumen? Und das Ganze werde ich euch nicht sagen, sondern ich werde es euch zeigen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr, wo ich es hinnehme. Ah, da im Handschuhfach. Da haben wir das Ganze. Meine Zeichenkünste sind nicht überkrassmäßig. Sind, glaube ich, genauso gut wie deine Parkkünste hier gerade. Ich park hier aus. Ich wurde zugeparkt. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ist hier ein Tischkicker gemalt. Hier links sind Flammen und hier rechts sind Rockets. Das heißt, das ultimative Tischkicker-Battle steht an. Oh, du hast es geschafft, Brudi! Ey, warte mal, lass mal jetzt in dem Laden so tun, als wären wir Ausländer und dass wir nicht wissen, was das ist. Und dann sagen wir so, man sieht doch, dass wir Deutsche sind, so. Ey, wieso? Nein. Ey, guck dich mal an. Hä, Digga. I'm the big American in the world, man. Okay, you film, bro? Yeah, bro. Hallo? You cannot speak English. Hello. I got a question. This you have. I know what you mean. I'll show you. Okay. Okay, also soweit ich das verstanden habe, ist das der Tischkicker. Ich habe mir ein bisschen größer vorgestellt, so. Das ist ein bisschen dünn auch irgendwie. Hello. How are you doing? How do you like my drawing? Am I an artist? Yes. 100,000. Very nice. Yes. How about this? I don't pay any money and I give you this. No. Yeah, good deal. Good deal. No. Okay. Where you come from? We're from Germany. From Deutschland. Yeah, exactly. Yeah, good. Thank you, bye. Thank you. Oh, is the camera okay? Ah, it's okay, Buddy. Okay. Ah, boah. Ich sag so okay, ich schlag's meinen Kopf hier rein. War auf jeden Fall schon mal ganz lustig. Vielen Dank. Bitte ruhig sein, wenn ich hier filme. Jetzt geht's auf jeden Fall gleich heim, aber davor müssen wir noch ganz kurz hier zum Baumarkt und uns erstmal ein Hochbett kaufen. Hier ist auch ein geiles Hochbett. Ein lustiger Joke. Oha. Eigentlich sind wir hier, weil wir das da brauchen. Denn es wird natürlich nicht nur einfach eine ganz normale Tischkicker-Challenge, sondern wie ihr schon im Plan. Ah, fuck. Auf jeden Fall habe ich mir für die Challenge ein paar richtig fiese Sachen überlegt, aber erstmal müssen wir das Ganze aufbauen. Was, glaube ich, gar nicht so leicht ist. Jetzt schauen wir mal. Zwei Idioten mit linken Händen und ein Tischkicker. Der erste Schritt wäre getan. Das Lied gerade war übrigens von mir relativ egal. Müsste ich unbedingt anhören und wir müssen jetzt erstmal hier die Stangen installieren. Dann noch die Spiele. Zu guter Letzt noch die Balls. Dann ist mir dann auch aufgefallen, dass diese dumme Firma hier Will einfach mal falsch geschrieben hat. Keine Ahnung, wo die Rechtschreibung gelernt haben, aber das korrigieren wir kurz. Okay, muss so passen. Jetzt, Leute, geht es los. Aber warte, lass uns kurz die Box hier reinstellen. Hm? Was ist denn hier los? Ist da noch ein Tischkicker drin? Moin, mein Hallo! Moin, der Will! Das bietet sich sogar perfekt an, weil ich brauche noch ein Teammitglied. Fürth, das ultimative Battle. Und falls ihr euch fragt, was es mit dem Vorhang hier auf sich hat, das hier, Leute, ist unser geheimer Raum. Und ihr dürft natürlich noch nicht sehen, was sich hier hinter dem Vorhang befindet, weil, das seht ihr, in der Roomtour, Sonntag 18 Uhr. Sonntag 18 Uhr hätte ich eher gesagt, dann ist mehr Werbung. Sonntag 18 Uhr! Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist warten auf Robertus Groß. Werde. Die Aussage habe ich jetzt schon. Ja, ich starte hoch, ich starte hoch. Lass mich dir die Regeln erklären. Es ist nicht einfach nur irgendein normales Game von Tischkicker, sondern wie du siehst, haben wir hier eine kleine besondere Kartei bei den Punkten. Nehmen wir mal an, das Spiel beginnt. Dann ist hier ein Fragezeichen. Das heißt möglicherweise, dass wir die eine oder andere Quizfrage während dem Spiel beantworten müssen. Oh, Multitasking, Freunde. Dann, mal angenommen, machst du zwei Tore. Dann ist hier ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen. Das heißt nichts weniger als umschreiben. Ah. Und deswegen haben wir auch unsere Teammitglieder hier, die dann natürlich auch erraten müssen, was wir da umschreiben. Ah. Und den Rest sehen wir dann noch. Aber es wird lustig. Was heißt die Rakete? Die Rakete? Heißt, das Team wohl gewonnen hat? Falsch. Okay. Nee, die Rakete, gut, dass wir sie ansprechen, das ist mal eine kleine Extra-Klausel. Wenn das Spiel zu Ende ist und der letzte Punkt gefallen ist, gibt es noch ein kleines Golden Goal, was zusätzlich zu dem Spiel dazu kommt. Und sollte ich dieses eine Golden Goal bei dir reinmachen,
Dann kommt zusätzlich dazu, dass du morgen den Livestream bekochen musst, noch dazu, dass Falco uns in seinem absoluten perfektesten Skillset eine Team Will Rocket an die Wand malt. Und das Ganze während dem Stream. Challenge accepted. Oh shit. Let's go! Liebe Assistenten, einmal wünsche ich mir meinen Opa hier zu meiner Seite und Philippe, Rob auch natürlich auch deinen moralischen Support. Ihr seid dafür verantwortlich, dass hier die Punkte richtig abgezählt werden. Und für das Quiz, was nebenher läuft, brauchen wir einen kleinen Special Guest. Molly! Smiley! Smiley, bist du bereit? Auf jeden Fall bereit. Nice, okay. Und Rob, sei dir dessen bewusst, wenn du eine Quizfrage falsch beantwortest, zählt entweder dein nächstes Tor nicht oder mein nächstes Tor zählt doppelt. 3, 2, 1. Okay, erste Frage. Wie viele Aufrufe hat Mirellas Musikvideo zurzeit? 200.000. Oh, 250.000. Oh. Simon ist näher dran. Ja! Ja, genau, 214.000. Okay, Leute, mein nächstes Tor zählt doppelt und dann werden wir auch direkt bei der nächsten Challenge. Okay, es geht. Yeah! Oh! Numero uno, numero dos! Oh! Damit wären wir bei Umschreiben angelangt. Okay. Genau, eine Quizfrage gehabt. Smiley, dann was? Danke, Mann, ey, viel Spaß. Mann, voll sad. Ganze Vorbereitung für das. RIP Smiley. Für die Umschreiben-Challenge müssen unsere Teammitglieder jeweils hinter den anderen Spielern, das heißt, mein Opa, du gehst hinter Rob, und Philippe, du gehst hinter mich. Und Rob, du musst jetzt Philippe ein Wort erklären. Und ich erkläre dir ein Wort. Und ihr beide müsst erraten, was wir euch erklären. Verstanden uns? Okay, als erstes für die Zuschauer, das ist das Wort, das Rob Philippe umschreiben muss. Okay, go. Ball rein. Feld. Feld. Wiese. Fußball. Feld. Spielwiese. Olympische Spiele. Sag mal ein paar mehr Worte. Olympische Spiele. Ja! Tor! Ein Punkt für Team Will. Geht gar nicht. Man kann das Spiel nicht spielen, während man Kicker spielt. Das kann das Team Challenge. Will jetzt zurückbeweisen. Das kann Team Will jetzt zurückbeweisen. Aber Zello, meine Karte bitte. Mein Opa ist bereit. Ja. Okay, das Wort, das Simon mein Opa beschreiben muss, ist... Oh, fuck, okay. Let's go. Mein Opa, das sind so Leute, die sind immer nackt. Und die rennen immer auf Fußballfelder. Anderes Wort. Englisches Wort. Hooligan. Ja! Leute, noch ist aber noch nichts entschieden. Entweder mein nächstes Wort zählt jetzt doppelt oder dein nächstes zählt gar nicht. Jetzt hol ich mehr. Ich hab dir noch ein bisschen Vorsprung gegeben. Oh, Rob denkt dran, es zählt jetzt zwei. Oh! Bei welcher Challenge sind wir denn? Oh! Sehe ich da etwa den Jungen? Dieser Junge! Philippe, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Rob, während er spielt, von hinten den Jungen zu füttern. Das ist so geil, wenn man drüber nachdenkt. Und wer sein Jungen zuerst fertig hat, gewinnt automatisch ein Tor. Von dem Mund auf, Rob. That's what she said! Let's go! Sorge gemacht, das ist also, du hast es zwar gut gemacht, mein Opa, aber das ist echt komisch. Also, warte mal. Das heißt gerade, das zweite mit dem Jungen, weil bei deinem einen nächsten Punkt passiert dieser gar nichts. Siehst du, das ist kein Fall. Oh, Scheiße, nein, nochmal. Ich bin jetzt erst warm geworden. Und jetzt mal easy wieder den zweiten Punkt. Das sieht so ekelhaft aus. Nimm nur schnell. Ich glaube, es gibt aber eine gute Nachricht. Ja. Schau mal. Wir sind bei der nächsten fucking Challenge. Was ist das, eine heiße Kartoffel? Nein! Wir sind immer noch beim Joghurt! Wir haben 3 Punkte beim Joghurt, ich habe selber vergessen. Oh. Arme rum und. Drück das nächste Mal in meinen Mund. Ja! Also, Rob, wenn für die nächste. Siehst du, eine heiße Kartoffel. So. Wir müssen jetzt während wir spielen eine heiße Kartoffel in der Hand haben. Oh, jetzt ist wirklich eine heiße Kartoffel, oder? Hallo? Ja. Wo bleibt die Kartoffel? Ah! Vielen Dank! Kann man ja nicht festhalten. Kann man nicht festhalten. Wir nehmen die Kartoffeln währenddessen, dass ich den Ball reinfange.
Nein, das ist kein Ding. Warte. Wow. Okay, Karl, auf den Deck. Kannst du auf den drauflegen, bitte? Die gute Nachricht ist, das war erst einer der beiden Kartoffelpunkte. So, nach der Kartoffelrunde kommt es schon zur entscheidenden Runde. 3, 2, 1, go. Okay, weil du jetzt ja den nächsten Punkt gemacht hast, aber wir Umfragen ja schon gemacht haben, kommt jetzt eine Runde in völliger Normalität. Das heißt, ich mach den Einwurf. Cedric, du bist bereit, richtig krass zu filmen, oder? Geh dir meinen Trick schon. Guck. Bam. Wir sind bei der finalen Challenge angelangt. Oh, mein Opa, was ist die finale Challenge? Mumie! Cedro? Ja. Musst du das erkennen? Okay, Philippe, zwei Rollen für dich. Du machst Simon und mein Opa, du machst Cinet. Am besten so beeinträchtigen, das ist am besten. Die Regel ist, du musst deine Arme so an der Glocke machen. Okay. Und dann werden wir zugedeckt. So müssen wir auch spielen. Ja, alles klar. Heute dürft ihr alles. Ich hab mich eingelassen. Oh, pass auf. Meine Augenbrauen. Digga, das wird nie. Ey, dann klebt euch meine Hand zu und sagt dann spielen. Hashtag Team Bro. Warte so. Und go, okay? Warte, ist das echt unfair, oder wenn er gar nichts sieht? Wer macht denn die Augen weg? Ich seh ein bisschen was, bis dafür kann ich Also willst du es lassen? Ja, das ist okay. Okay. Okay, Freunde, wenn ich das nächste Tor mache, habe ich gewonnen. Wenn du mal eins schaffst, müssen wir nochmal. Oh. Seid ihr ready? Ja. Ready, set, go. Wunderbar! Da vorne, 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 vorne! Jetzt hinten, hinten, hinten! Da vorne! Oh ja! Vorne, vorne, vorne! Vorne, vorne! Bitte, 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 hinten, hinten! Oh, yeah, yeah, yeah. Es geht noch um das Golden Goal. Echt? Ja, wenn ich jetzt noch ein Tor mache, dann muss Mike Roberto gleich in die Wand bemalen. Ah! Auf der letzten Runde. Ich bin halt so die Scheißbock in meiner Wand. Ich will einfach nur nach Hause. 3, 2, go! Ja! Yeah! Okay. Also Leute, 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 Leute,